Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass ich hier doof im Kreis herumlaufe. Ich habe mich total verlaufen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo unsere Lage ist. Ich werde es mal versuchen, flussaufwärts. In der Hoffnung, dass wir so zu unserem Lager zurückkommen. Ich habe keine Ahnung, ob die Richtung überhaupt stimmt. Oder was? Wie ging eigentlich der Fluss? Ich glaube, das passt, glaube ich, schon. Ich probiere es einfach mal. Also flussaufwärts. Ich habe keine Ahnung, ob es in irgendeiner Weise stimmen könnte. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Zum Teufel nochmal. Hier ist es sehr gebirgslastig. Ich glaube, dass wir hier richtig sind. Na, ich glaube eher, dass es da hinten passen könnte. Ich werde da gleich in den Tod stürzen, wenn ich so weitermache. Oder vom Jaguar gefressen. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, wie wir da wieder zu unserem Zuhause kommen. Au. Die Schwammerl möchte ich gern mitnehmen. Obwohl zu viel einsammeln ist auch ein Schwachsinn. Jetzt schläft er schon wieder ein. So kann man echt nicht arbeiten. Hungrig bin ich auch. Dann essen wir mal was, oder? Unbekannte Frucht. Ah, jetzt muss er brechen, nämlich auch noch. Ist super. Das kann man immer brauchen. Effekt, das weiß ich gar nicht, ob der jetzt gegen Lebensmittel. Inger Pilz hilft nämlich gegen Lebensmittelvergiftung. Und selbstverständlich haben wir den Pilz nicht dabei. Großartig. Ich mache den mal kaputt, dass wir Wasser kriegen. Dass wir was zum Saufen haben. So. Sammeln. Ja, das ist klar. Immer nur brechen, brechen, brechen. Ich kann jetzt da auch nichts dafür. Essen. 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 Da können wir Larven, glaube ich, oder Maden sammeln. Ja, nochmal brechen. Sehr gut. Raus damit. War da jetzt gerade eine Krabbe? Das hat gerade komisch ausgeschaut. Ah, können wir nicht mitnehmen. Jedenfalls, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, ich finde unsere Lage auch nicht mehr an. Und der ist immer fort am Zusammenbrechen. Der Typ hält überhaupt nichts aus. Es wäre auch schon einfacher, wenn es wieder Tag wäre. Oh! Na bitte. Ich laufe da jetzt einfach mal den Fluss entlang. Ich glaube, das ist eh nicht richtig, aber. Oder doch, das könnte schon richtig sein da unten. Ich glaube, das kommt mir jetzt alles schon bekannt vor. Hä? Ich höre, glaube ich, Stimmen. Jetzt fange ich durchdrehen an. Jetzt ist es soweit. Sind wir zu Hause? Gott sei Dank, wir sind zu Hause. Alter, ich glaube, wir drehen jetzt echt durch. So, als erstes einmal gehen wir pennen. So. Ich hoffe, dass er dann ein bisschen besser im Kopf beieinander ist. So, das reicht schon mal. Jetzt wäre es gut, was zum Essen zu haben. Okay. Don't
Ich dreh echt durch. Das ist voll cool. So. Wir müssen bauen ein neues Lagerfeuer. So. Gleich überzeugen. So. Alter. Was steht hier? Wasser sauber? Das trinken wir gleich mal. Können wir nicht nehmen, ne? Nein. Wie schaut's mit dem Pilz hier aus? Der braucht gleich noch eine Zeit. Wie schaut's mit unserem Fleisch aus? Fleisch essen? Hä? Ah, das ist vergammelt jetzt, ne? Oder was? Ach, komm. Na gut, da hatten wir wohl Pech. Zerstören. I know what that is. Zerstören. Alter, das ist voll unheimlich, wenn man deppert wird. So. Ich brauche ganz schnell Stecken. Viele Stecken. Haben wir hier welche? Ja. Stöckchen, Stöckchen, Stöckchen. Noch mehr Stöckchen, Stöckchen. Kleiner Zweig. Nehmen wir auch mal einen mit noch. Da haben wir auch noch einen. So, schnell zurück. Ich soll vielleicht... Der schmeißt weg den Dreck. Was willst du mit dem? So. Stock. Mach jetzt. So, Feuerchen. Benutzen. Und trockenes Laub dazu. Und jetzt gehen wir. Ich denke immer, da redet wer mit mir. Da bin ich selber schon komplett deppert. So, anzünden. Alter, das ist alles ein bisschen wow. Ich meine, es muss so mühselig sein. Es ist real life, bitte. So. Geht noch eins? Na, zwei haben nicht mehr mit Platz. Da müsste ich diesen Steinkreis noch bauen. Ich meine, könnte man theoretisch, geht das jetzt auch noch? Diesen, ja, das würde gehen. Okay. Alter. Hallo. Nimmst du den jetzt mal? Bist das Essen jetzt mal fertig hier? Alter. Na, jetzt nehme ich es, statt dass ich das esse. Wo ist denn das jetzt? Essen. Ma, ey, wo ist das jetzt? Ach, jetzt verreck ich. Du bist gestorben. Echt jetzt? Getötet durch Schnitt? Hä? Welcher Schnitt? Also, wir dürfen auch immer laden und speichern, so wie es ausschaut, ne? Also war jetzt wirklich jemand hinter uns und hat uns umgebracht? Oder war das jetzt ein versteckter Selbstmord? Ma, jetzt müsste ich wieder die Runde gehen? Ja. Okay, ja. Das, ja. Egal. Das wird nichts. Also hinstecken, aufheben... Machen. Wenigstens kann man das Feuerdingens schon mal machen, ne? Das ist ja auch schon was wert. Ich hab. Meh, ich hab keinen Plan. So. Da können wir jetzt nochmal den Pilz, ne? Den hier dahin. Geht das auch mit diesen. Nein. Banane? Nein. Maden haben wir schon gehabt, geht alles nicht, ne? Ja, vielleicht sollte man eine Banane essen. Ja, würdest du jetzt bitte? Danke. Essen und essen. Ich sollte hier auch gleich, neue Larven kochen. Und den Pilz du mal kaputt machen. So. Ich sollte das mit den Erkundungstouren vielleicht nicht machen. Aha, wir haben keine Kokosnussschalen. Ist eh klar wieder, ne?
Da oben ist ein Stein. Warum? Das habe ich nicht gewusst. Das habt ihr auch nicht gewusst. Auf den Dächern wachsen Steine. Ja. Das ist ganz normal. Zerstören. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Ah, nee, das geht, wenn es regnet. Echt jetzt? Das muss ich jetzt probieren. Das heißt, wenn es regnet, das sammelt Wasser. Tatsächlich. Das muss man auch mal wissen. Ja, das ist dann halt schon cool. Das ist mega. Also Leute, Kokosnüsse unbedingt aufsparen. Ich dachte, da wäre was drinnen. Unbedingt aufsparen, weil, also die Schalen halt, ne? Die kann man super zum Wassersammeln verwenden. Das ist echt cool. Das ist ja unser Kokosnusslager. Hoppala. Das muss man halt auch erstmal wissen. Jetzt komme ich ja dahinter, wenn wir hier... Okay, so machen wir das. Dann kann man hier das Wasser zum Kochen bringen. Darum ist dieser Steinkreis auch so wichtig. Alles klar, mit dem Regenwasser. Okay, ja, das ist, das muss man halt wissen. Das muss man erstmal wissen, ne? Das ist cool. So, ganz fix Steinchen sammeln, also Steine, Zweige sammeln. Wenn wir einen großen Stein finden, nehmen wir den freilich auch gleich mit. Ich sollte auch gleich mal schauen, ob unsere Larven schon fertig sind, weil das könnte nämlich sein, dass die schon verkokelt sind, da muss ich sie wegschmeißen. Ein Stein, ein Stock, über Stock und über Stein, tralalalala. Ach, wie herrlich, ach, wie fein, tralalalala. Das nehmen wir auch gleich mit, die Schwammerler. Dankeschön. Ja, wie gesagt, das sind halt so Dinge. Das muss man halt echt wissen. Die ist jetzt aber nicht gekocht, ne? Ja. Da war ich schon wieder zuvor, Alice, da. Okay, irgendwie will er nicht. Vielleicht muss ich jetzt auch zuerst den Steinkreis fertig bauen. Und erst dann würde er mir erlauben. Da ist er, der große Stein. Und dann erst würde er mir vielleicht erlauben, hier wieder dieses Dingens reinzubauen. So. Müssen wir jetzt schauen, dass wir das jetzt dabei fertig kriegen. Noch mehr Stöckchen. Okay, das sind halt so Sachen, die muss man, da muss man drauf kommen. Da haben wir Stöckchen und Stöckchen. Und noch mehr Stöckleins in groß und in klein. So, da haben wir noch Pilze, sehr fein. Super. Und Bananen. Werden wir auch gleich eine essen.
Eine Waldspinne. Ich habe keine Ahnung, ob man die essen kann. Oder ob man irgendwas Sinnvolles draus machen, tut, kann, machen, wie auch immer. Jo. Ein Stock. Ich glaube, das passt schon mal. Kohle, ja. Stock, Stock. Noch mehr Kohle, Stock. Wie schaue ich hier aus? Das ist sauber. Das können wir trinken. Das können wir trinken. Und das können wir trinken. Oh, da habe ich es mitgenommen. So. Können wir dann hier beim Essen die Larve? Ja, das klappt. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren es mit dem Feuer. Da muss ich auch mal schauen, dass wir auch wieder trockene Blätter kriegen. Yes. Yes. So, wie schauen wir mit der Larve aus? Die ist gleich fertig. Das ist halt nur die Frage. Yay! Essen. Disgusting. I don't know what that is. You'll never get back. Stop trying. Das sind schon wir, oder? Die durchdrehen. Kann ich die Larve bitte? Geht so nicht, weil es aufeinander ist. Essen. Ja, jetzt stell die da nicht so an. Was können wir eigentlich mit der Kohle machen? Können wir uns da ins Gesicht eine Kriegsbemalung zeichnen? Warte mal, was fehlt uns denn? Was fehlt uns denn da, um Gottes Willen? Was haben wir denn da? Jesus, na, also weg mit euch, ihr Scheißviecher. So, ist das jetzt erledigt? Ja, schaut besser aus. Mit unserem Frauchen können wir, glaube ich, eh nicht quatschen. Wir könnten jetzt ja mal anfangen, da wir Steine haben und Stöckchen, glaube ich, die, nur die kleinen, ne? Mal so ein Speer und so zu bauen, ne? Warum spinnt er jetzt immer noch? Was bedeutet eigentlich diese Uhr? Tagebuch. Ich habe nämlich keine Ahnung, was diese Uhr bedeutet. Steinklinge, Stein, Axt, Stock und Stein. Nähe zum Feuer, geistige Gesundheit plus 2. Vielleicht will er sich einfach nur ein bisschen wohlfühlen. Keine Ahnung. Viergezackter Speer. Langer Stock oder klein oder kleiner Stock mal 2 und Seil. Achso, oder langer Bambusstock, so. Kleiner Stock und Feder. Aha, das ergibt den Pfeil. Und Feuerdingsbums. Okay. Hier unbekannt. Geht auch, haben wir irgendwas gegen Größenwahn? Einfacher Verband. Vielleicht soll ich mir einen Freund bauen, dass wir jetzt so einsam sind. Braucht man diesen Hüttenstand überhaupt? Wenn wir eigentlich eh diese Matte haben, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Weil dann zerstören wir den. Geht nix? Obwohl. Ha? Geht nix? Doch, oder? Obwohl, geht eh. So, dann nehmen wir das nämlich mit, weil Scheiß auf diesen Hüttenstand.
Wir müssten eigentlich schauen, dass wir hier so eine Welle haben. So, und jetzt können wir normalerweise bauen. Hä? Hallo, bleib da. Der will nicht. Falsch. Ich will herstellen. Und zwar den da. So. Mit, wie war das? Kleinen Stöcken? Ja. Zweimal. Und ein Seil, ne? Vierzackiger Speer. Genau. Der kommt hier hin. Passt. Dann wäre noch mit einem Stein. Den haben wir, glaube ich, auch, ne? Stein und Stock war was, ne? Also, Stock und Stein. Steinaxt. Normal müsste aber da noch ein Seil dazu gehören, oder? Sonst wird das ja gar nicht halten. Naja, egal. Und was könnte man noch? Pfeile, aber dafür würde auch ein Bogen fehlen. Eigentlich. Fäuste, Äxte, Klingen, Speere. Handwerk, Feuer machen, Kochen. Bogenschießen, ja, genau. Werfen, Fischen. Tiere ausnehmen, verkürzte Sammelzeit. Speerfisch, genau. Jetzt müssen wir halt nur noch Fische finden. Lagerfeuer, Trockengestell. Bambus, Trockengeäst. Was ist der Unterschied zwischen dem und das andere? Schau, weil das aus Bambus gemacht werden kann. Wir haben noch nie Bambus gefunden, glaube ich. Für Wasser gibt es keine Einträge. Falle, Steinfalle, Käfig, Falle. Kleiner Stock, großer Stein und Seil. Vielleicht, wenn wir hier so eine Falle machen. Vielleicht, großer Stein. Vielleicht haben wir mal die Möglichkeit, dass wir auch ein Beutetier damit fangen können. Es wäre halt nur ein großer Stein nicht schlecht. Halt, Stock. Da haben wir wieder diesen tollen Pilz, den werden wir gleich zum Trockengestell dazugeben. Das ist ja alles kein Bambus. Heißt das, man kann dann streng gesehen so weit in diesem Dschungel vordringen, dass man Bambus auch noch kriegt? Ein bisschen Seile können wir immer mitnehmen. Wir sind müde, okay. Diesen Ureinwohnern möchte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt über den Weg laufen, wenn es nicht muss ist. Gibt es hier kein Steinchen mehr? Große Steine? Große Steine? Nix mit große Steine. Lianen gibt's genügend. Aber große Steine? Nö. Dafür haben wir diese Pilze. Das wäre halt echt super, wenn die nicht so schnell kaputt gehen würden. Aber vielleicht sollte ich auch schlauer sein und sie nicht sammeln. Sondern mir einfach merken, wo man die herkriegt. Da haben wir einen Vogel. Sehr gut. Einen Stock. Hier sind wieder Lianen. Aber Steine sind hier echt Mangelware. Halt. Da haben wir ihn. Was? Ach so, weil ich müde bin, ne? Gott sei Dank.
So, darf ich ihn jetzt mitnehmen? Danke. Dann gehen wir mal zurück. In unser Lager. Bauen die Falle fertig. La 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 la. Und dann hoffen wir mal, dass wir auch mal was Vernünftiges fangen. An Essbarem. Können wir auch ein bisschen sprinten. Die Larven müssten wir auch mal anschauen, ob sie schon fertig sind für uns. So. Und das Seil noch. Ah, müssen wir da einen Köder drunter legen? Was könnte denn da passen? Eine Banane zum Beispiel. Da bin ich mal gespannt. Halt, was war da? Also die Pilze nur, ne? Ja, die lassen wir derweil quasi als Notlösung. Es wäre mir auch lieb, wenn wir so einen Wall bauen könnten. So, eine Larve. Und hier auch noch. Kann man... Die kann man echt essen? Also David, das ist mir schon zu viel. So, nächste Aufgabe ist, trockenes Blatt zu kriegen. Was? Hey, was war jetzt? Machen. Hä? Na, dann halt hier. Ist das jetzt besser für dich, gnädiger Herr? Ah, weil er müde ist. Ach so. Jetzt habe ich schon gedacht, der will nicht, weil da die Schüssel steht. Er ist einfach nur müde. Er ist ein Schwächling, er kann nichts dafür. Jetzt regnet es auch noch. Weißt was? Es ist unglaublich. Na gut, dann halt den Pilz, den wir gefunden haben, nochmal hier zum Trocknen. So. Und ein Fleisch hatten wir auch. Das nehmen wir auch hier hin zum Trocknen. Was soll's. Genau, das werden wir essen. Auch die Banane. Das werden wir sammeln. Es sind hier die leckeren Maden drin. Das tun wir zerstören, das tun wir auch zerstören. Ich sollte wirklich nicht so viele Pilze sammeln. Zerstören und zerstören und zerstören und nicht essen. Zerstören. 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 Bah, ey. Zerstören. Passt. Hier ist ein Problem eigentlich, ne? Was können wir eigentlich aus dem Knochen sammeln? Knochennadel. Wozu braucht man eine Knochennadel? Ich habe keine Ahnung. Knochenhaken. Und wozu braucht man jetzt einen Knochenhaken? Knochenhaken. Erweitern? Was nicht Kohle? Kohle will ich nicht. Knochenhaken. Nur mehr zum Zerstören. Ich muss mich ausruhen. Ja, dann gehen wir halt pennen. Ist eh schon wieder finster. Na dann. Gute Nacht. Und speichern muss ich jetzt auch mal. Das machen wir gleich anschließend. So, ist gut. Es ist immer noch dunkel, ich muss nochmal pennen. Dass es ein bisschen heller wird vielleicht. So, das passt schon so. Gut. Da haben wir noch einen Haufen Stöckchen. Da kann man was anderes damit machen. Ist, glaube ich, besser. Okay, mehr können wir nicht nehmen. Hey, es hat geregnet gehabt. Warum ist da jetzt kein Wasser?
Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!